Servus, wir sind auf dem Testserver und das Update ist frisch durch. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das Video heute noch freischalten kann. YouTube braucht im Moment sehr, sehr lange, um die Videos auf 1080p zu rendern. Und ja, von daher sage ich schon mal von jetzt her, es tut mir leid. Also, ich kann leider nichts dafür. So, wir erinnern uns, Rosalie dürfen wir bestimmen, wo sie hinrennt. Dazu haben wir hier einmal für die Artefakte und links daneben den Button. Da können wir uns aussuchen, wo sie hinrennen soll. Wir machen das jetzt einfach mal. Sie rennt jetzt zu Firael. Und sie rennt zu Firael. Perfekt. So, machen wir noch mal die andere Probe. Sie rennt jetzt noch mal zu Lucius. Und da ist sie um Lucius rum. Perfekt. Passt. Funktioniert. Oh. Sogar kleiner geschafft, die Ebene. So, in den Patch Notes stand, dass wir ein neues Kriegerrelikt bekommen. Da haben sie sich leider ein bisschen verschrieben. Es ist nämlich ein Tankrelikt. Und zwar dieses. EH ist Gesundheit bestimmt, wie viele Treffer ein Held aushalten kann. Dazu haben wir jo, noch HP dazu. Ich kann es leider so nicht übersetzen. Wenn das jemand übersetzen kann, dann sehr gern bitte in die Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Irgendwas mit AOE-Damage und für 7 Sekunden und wahrscheinlich eine Hastregeneration. Ja, ich müsste mir das jetzt alles Schritt für Schritt irgendwo abtippeln, übersetzen. Die Zeit habe ich leider nicht, ich muss nämlich gleich auf Arbeit. Was noch wichtig ist, wir haben ja den neuen Held. Da ist er, Leo Frick. Ich gehe mal ganz stark davon aus, er wird sich seinen Platz verdienen. Er ist ein wirklich guter Supporter, meiner Meinung nach. Er hat ziemlich starke Debuffs drauf. Bin mal gespannt, wie der sich so ja, auf den Live-Servern da integrieren wird. Ich habe den jetzt gerade schon mal so ein bisschen getestet. So zwei, drei Ründchen. So wirklich einen Reim kann ich mir noch nicht machen, was ich mit dem anfangen soll, beziehungsweise in welcher Kombination man ihn doch relativ gut spielen könnte. Aber seine Fähigkeiten lesen sich schon mal sehr, sehr gut. Er stirbt doch nicht allzu schnell. Gucken wir uns das jetzt hier mal an, wie das denn so genau aussieht. Also ist jetzt auf jeden Fall keine Damage-Maschine. Ich würde ihn eher so in die Kategorie von Mortars schieben. Eher wenig Damage, dafür ein guter Supporter. Also von dem, was ich so bis jetzt gesehen habe, hat er mich jetzt nicht so zu 100% überzeugt. Aber abwarten. Wenn er auf die Live-Server kommt, dann werden ja schon die einigen. Oder einige von denen, den wieder aufgestiegen 5 Sternen, 30, 9 von 9 haben. Und die können dann gerne die Teams testen. Ich muss dann leider auf die Testversion warten. So, jetzt können wir uns das nochmal in bewegten Bildern anschauen, wie er denn so agiert. Also man kann ihn wohl getrost auch vorne spielen, denn er hält ganz schön was ab. Das sehen wir dann gleich. Ja. Er hat schon gut Schaden weggesteckt. Schaden an sich hat er jetzt eher wenig gemacht. Aber ich denke mal, das liegt eher so ein bisschen an seinen Buffs bzw. Debuffs, die er da verteilt mit Angriffswertungen, Hast und so ein Gerümpel. Ja. Dann sind wir auch schon am Ende. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend. Ich teste den dann nochmal ordentlich, wenn er bei uns auf die Live-Server ist. Dann habe ich den ja auch als aufgestiegen, 5 Sterne, 30er Item und 9 von 9 Möbelbonus. Dann kann ich mir da vielleicht ein bisschen besser einen Reim zu dem Guten machen. Jo, dann war's das. Wir sehen uns. Ciao, ciao.